Früher Nachmittag im Kölner Süden. Michael Weber und Gino Meyer sind seit dem Morgen auf Fußstreife und wollen gerade zurück auf die Wache fahren. Doch dazu kommt es nicht. Ich fahre, du fährst. Oh, fahr du schön. Doch guck mal, mein Schatz. Schön. Hör mal, komm her. Da liegt eine Person. Schläft die da? Ja, ungewöhnlicher Platz zum Schlafen. Komm, ich lass Arnold erst noch mal in Ruhe. Wa? Ja, guck mal erst mal. Hallo? Mahlzeit! Oh, die kommt schon wieder zu sich. Guten Tag. Hallo. Oh, kommst du mal hoch. Was passiert? Nehmen Sie erstmal Platz hier, was? Ja. Was ist los? Ich wollte eigentlich nur kurz die Tür aufmachen, um ein bisschen Luft reinzulassen. Ja, ist ein bisschen stickig hier, ne? Oh, das ist das Letzte, wo ich mich dran erinnern kann. Dann wollte ich mich am Tresen anlehnen und... Weggekippt? Haben Sie genug getrunken heute? Ja, oder? Ich habe heute Wasser getrunken, ganz viel. Haben Sie irgendwie eine Krankheit, dass Sie Medikamente nehmen? Alles eigentlich in Ordnung. Ist das schon öfters passiert? Nein, noch nie. Noch nie? Nein, wirklich nicht. Mir war schon ein bisschen komisch. Dann dachte ich, ich lasse ein bisschen Luft rein und dann... Ja, Luft wäre gar keine schlechte Idee. Ja, das ist mein Wasser, ja. Sind das Ihre Sachen? Das sind ganz vorsichtig. Also bleiben Sie lassen, wenn... Vorher noch Geld rausgeholt? Vielleicht war da ein Shop für Sie, oder? Was ist da bitte? Der Tresor ist offen. Der Tresor ist offen? Schlüssel steckt. Ja, ganz ruhig. Nicht dazu nochmal. Nicht anfassen. Brauchen wir einen Krankenwagen? Nein, Krankenwagen brauche ich nicht. Es geht schon wieder. Oh nein! Meine ganzen Bareinnahmen. Bitte nicht anfassen. Das ist alles aber weg. Wie soll ich denn jetzt die Gehälter zahlen? Ich habe auch noch Kunden hier. Ich muss mich um meine Kunden kurz kümmern. Ja, dann. Was machen wir? War der auf oder wer hat den Schlüssel? Nein, aber zu! Den haben Sie nicht aufgemacht. Ich habe den nicht aufgemacht. Und Sie haben noch Kundschaft hier. Ich habe da nicht noch eine? Ja. Sie hast du gesehen? Hm. Mein Kunde ist auch weg. Das sieht hier aus wie ein Schlachtfeld. Ach du meine Güte. Die Rosenblätter sind sonst wo? Nein, die lagen hier auf dem Stuhl und an den Kerzen. Also keine Hochzeit stattgefunden oder sowas? Nein, der Kunde lag hier, aber ich habe noch einen zweiten Kunden nebenan. Ja, den haben wir gerade so durch den Vorhang so ein bisschen gesehen. Wer hat denn hier behandelt? Haben Sie hier behandelt? Ja, ich habe hier behandelt. Er hatte eigentlich auch eine Packung und sollte nur warten. Ja. Hat es ein bisschen nett gemacht, also so habe ich das hier nicht hinterlassen. Nein, das hat er alles, muss er alles gemacht haben, oder? Das ist ja so ein bisschen rund gegangen ist, ne? Also da steht jetzt auch nichts noch. Ja. Wer ist denn noch hier im Laden, außer Sie? Eigentlich nur noch der andere Kunde. Ja. Ja. Moment. So, und eine Angestellte oder so haben Sie jetzt nicht mehr? Meine Schwester arbeitet noch hier. Ihre Schwester arbeitet noch hier, okay. Und wo ist die? Natürlich. Geht es Ihnen gut? Ist alles in Ordnung? Ja. Ich war nur ganz kurz weg. Ich nehme Ihnen mal die Kuchenscheiben von den Augen. Erschrecken Sie sich nicht. Mein Gott, sehen Sie Hallo. Gut aus. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Was habe ich denn jetzt verpasst? Ja, versauen Sie sich nicht Ihre Entspannung. Ja. Können Sie mich vielleicht mal loswickeln? Also, ja, tut mir leid, ich weiß auch gar nicht, was hier los ist. Brauchen Sie gar nicht. Wir gucken uns da nur an. Sie sehen gut aus, wirklich. Sie sehen top aus. Ja, danke, aber. Sind Sie zwischenzeitlich mal aufgestanden oder haben irgendwas mitgekriegt hier? Ich habe gar nichts. Nur geschlafen. Ja. Okay. Der zweite Kunde, der bereits wieder verschwunden ist, kam ohne Termin. Den Namen des Mannes weiß die Saloninhaberin deshalb nicht. Und der Dieb hat nicht nur die Geschäftseinnahmen gestohlen. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? Nichts drin, oder? Alles. Was war oben drin? Nein, ist alles. Entschuldigung, meine ganzen Sachen wurden geklaut. Aber nicht von uns. Nee, ist weg. Wo lag denn die Tasche? Das lag neben mir, dort direkt. Deswegen habe ich ja eben gefragt, ob Sie irgendwas mitgekriegt meine haben. Meine ganzen Sachen sind weg. Was war denn alles da drin? Mein Handy, mein Portemonnaie, ja, mein Handy. Geld. Haben Sie die Telefonnummer von Ihrem Handy? Da kann die Kollegin mal vielleicht die Nummer anrufen, dass er vielleicht unter den Tisch gefallen ist oder ob das hier noch drin ist, das Handy. Ja. Portemonnaie? Mein Portemonnaie ist auch weg. Also, meine Tasche ist komplett leer. Was ist denn das hier für ein Laden? Mal, ich werde hier eingewickelt und meine Sachen sind weg. Ganz ruhig. Das kann doch nicht sein. Ja, das hatte ich gerade mit dem Blick gesehen. Das tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Die Schlafmittel. Ja, packen wir mal ein. Also meine Plastiktüte. Kann das sein, dass davon was in Ihrem Wasser war? Hat irgendjemand was in Ihrem Wasser getan? Sie haben ja von dem Wasser getrunken, ja, haben Sie gerade gesagt. Ja, da habe ich von getrunken. Und danach wurde mir irgendwann auch ganz anders. Hat der Täter die Geschäftsfrau betäubt, um ihren Salon auszurauben? Die Polizisten vermuten, dass der verschwundene Kunde der Dieb sein könnte. Merkwürdig ist, dass auch die Schwester weg ist. Sie ist nicht aus ihrer Mittagspause zurückgekehrt. Der Autoschlüssel ist auch weg, der hat hier gelegen. Haben wir von meinem Firmenwagen. Stand der noch draußen? Welcher? Was haben Sie denn für einen Firmenwagen? Schwarz-weißen Smart mit dem Firmenlogo an der Seite auf der Tür. Nee, der stand nicht draußen. Der Schlüssel ist auch weg. Eigentlich müsste sie... Nee, da steht auch nichts mehr. Das ist... Ach, mit dem Tresor. Ich habe... Wie viel Geld war denn im Tresor?
Von wie viel Geld reden wir? Also ein paar hundert Euro waren das sicherlich, die da drin lagen. Ich habe eine GPS-Ortung am Wagen. Ich würde einmal gucken, ob ich gucken kann, wo sie ist. Ich mache mir wahnsinnige Sorgen. Sie ist immer zu erreichen. Ja. Also Ihre Schwester, Sie vermuten, dass Ihre Schwester mit dem Auto unterwegs ist? Der Firmenschlüssel ist weg, sie ist weg, der Kunde ist weg. Ich kann mir gar keinen Reim machen. Hat der Smart-Schlüssel denn hier offen auf der Theke gelegen? Er hat die untergelegen. Also darunter, okay. Haben Sie auch ein Kennzeichen zu dem Fahrzeug? Ja, das ist Köln-Ludwig Kaufmann 4536. Die waren ein Smart schwarz-weiß, genau, ne? Mit dem Was sagten Sie mit Ihrem Logo drauf? Genau. Julia Dom oder irgendwas? Auf der Seite okay, von, alles klar. Von den Türen in Rot. Ich schieb da in Rot? Nahbereich ja. Rein, okay. Ne? Ja. Warten Sie, ich gucke, ich habe auch gerade die Ortung vom Wagen. Ja. Im Beethovenpark in Köln. Die Beamten wollen sofort zum Park in Köln-Sülz fahren. Gino Meyer fordert deshalb eine zweite Streife an, die den Überfall aufnehmen soll. Vermutlich ist der Täter mit dem Firmenwagen des Beauty-Salons geflohen. Aber wo ist die Schwester? Das ist doch so ein Kleinwagen da, ne? Schwarz-Weiß, das passt doch. Aber warum sind die Türen offen? Wie steht die Kiste überhaupt da? Da steht er mitten im Verkehrsraum. Raus. Ja. Ah. Komm ich aus dem Auto raus hier, ey. Ja, wir haben das gestohlene Fahrzeug aufgefunden hier am Beethovenplatz. Es sind aber keine Personen vor Ort. Das Fahrzeug ist im Verkehrsraum behindernd abgestellt. Ja, Schlüssel steckt noch. Türen waren auf. Ja, wir ziehen erstmal den Schlüssel ab. Ja. Sag mal, hier liegt auch eine Handtasche. Wo? Im Beifahrerraum hier. Hast du da drin? Portemonnaie noch drin. Oh, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ausweis? Christina Dom. Das ist doch die Schwester. Das ist die von... Schwester. Ja. Ja, pass auf, dann. Ich schließe das Auto mal ab, nehme den Ausweis mal mit. Vielleicht finden wir die im nahen Umfeld. Schlüssel habe ich. Ja, machen wir zu einfach. So, genau. Gino Meyer und Michael Weber fragen sich, ob die Schwester allein oder tatsächlich mit dem verdächtigen Kunden unterwegs ist. Er könnte sie in seiner Gewalt haben. Kurze Frage, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen jemanden, eine junge Dame, blond, vielleicht werfen Sie einmal einen Blick aufs Foto. Ich habe da hinten jemanden gesehen, da, also zwischen an dem Park, also an der Parkbank. Ein junges Pärchen, aber... Ich habe nie nur vorbei vom Baulaufen gesehen. Welche Parkbank meinen Sie denn? Da vorne gleich an dem Tisch. Hier vorne an den Tisch? Genau, zwischen den Bäumen. Alles klar. Ja, dann gucken wir Dankeschön. Uns das. Kein Problem, Dankeschön. Ja, ein Glück. Ja, mal gucken, ne? Bei den ganzen Park zu durchsuchen, da brauchst du einen Hubschrauber. Das kannst du vergessen, ey. Ja, und bei so vielen Leuten hier kannst du mit Wärmebildkamera und so weiter brauchst du gar nicht erst anfangen, ne? Auf mir ist ja nichts passiert, aber... Welche Bank meint ihr denn? Er war jetzt nicht irgendwie aufgeregt oder sowas, ne? Also, ein junges Pärchen. Hier die Bank, oder? Hier vorne, hier die rote. Oh, warte mal. Das muss hier doch sein. Hallo. Hey. Geh doch mal von dem Mann runter. Hallo. Hey. Was ist los? Er braucht Hilfe. Gucken Sie bitte. Er braucht Hilfe. Setz dich mal hin. Setz dich hinsetzen. Sie müssen helfen. Okay. Ja, ist was brauchen Sie? Hier, die hier? Ja. Kennen Sie sich damit aus? Ja, ich hab... Jetzt. Brauch mal krank, wa? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Eine? Kriegen Sie die so runter? Ja, gerne. Hier. Was ist denn? Ein Antibiotikum oder was ist das? Herzmedikament. Ein Herzmedikament. Ganz ruhig. Durchatmen, Füße ein bisschen hochstellen, damit. Ne, hochstellen. Damit hochstellen. Das Herz Blut kriegt. Ganz ruhig. Bleibst du kurz bei ihm? Ich bleib da. Ja. Passt du auf sie auf? Hallo. Ganz ruhig. Ich wollte Ihnen nur helfen. Sie sind die Frau Dom. Ja, richtig. Ja. Woher wissen Sie das? Ja, weil wir Ihr Auto da vorne gefunden haben. Sind Sie mit dem Auto hier gefahren? Ja. Mit Smart? Ja, also mein Ex-Freund, er ist gefahren. Und ich musste das Auto irgendwie anhalten. Was ist denn da vorgefallen? Sind Sie entführt worden oder wie haben Sie verschwiegen? Nein. Ich kam aus der Pause und habe meinen Ex-Freund in unserem Firmenwagen gesehen und dachte mir, da stimmt irgendwas nicht. Okay. Und dann bin ich halt los, direkt ins Auto rein. Er ist losgefahren wie ein Wilder. Wollte nicht auf mich hören, hat nicht angehalten und dann habe ich ihn ins Lenkrad gegriffen und dann sind wir halt hier in den Park, also da in die Straße rein. Priorität hat jetzt der herzkranke Mann. Die Beamten vermuten, dass der Ex-Freund der Täter ist.
Den kennt die Saloninhaberin nicht. Wie heißt denn Ihr Ex-Freund? Raphael. Okay. Er ist auch gerade eben hier weg. Also keine Zeit. Wie sieht er aus? Groß, ungefähr 1,80, dunkles T-Shirt, Sporttasche, tätowiert an den Armen. Ja, irgendwas Besonderes? Hat einen Bart. Hat eine Kappe, ja. Vollbart. Genau, hat eine Kappe. Ja, könnte der gewesen sein, den wir gerade angequatscht haben. Oh, Scheiße. Da die Schwestern bei dem jungen Mann bleiben, machen sich Gino Meyer und Michael Weber direkt auf die Suche nach dem verdächtigen Ex-Freund. Stehen bleiben, Polizei! Ja! Stehen bleiben, Polizei! Ich sag's nicht nochmal! Komm runter mit ihm! Hast du? Ja. Ist doch in Ordnung. Ja, ist in Ordnung? Ja, alles gut. Hast du? Warum läufst du weg? Mach ruhig, ich hab den Arm. Hä? Anderen Arm dahin. Warum läufst du weg? Hä? Einfach so. Wie heißt du denn? Raphael. Ja, haben wir doch den richtigen. Die Saloninhaberin erkennt in dem Ex-Freund ihrer Schwester tatsächlich ihren Kunden, der plötzlich verschwunden war. Die Tasche war gerade noch nicht da. Das ist deine, ne? Ja. Bei dem Fluchtversuch von Herrn Lerch hat er seine Tasche weggeworfen. Ja, die konnten wir am Fahrzeug auffinden. Und ja, da sind wir auch drin fündig geworden. Wir haben hier eine ganze Menge Bargeld, vermutlich das Geld aus dem Tresor. Und ja, die Geldbörse und das Handy von dem Herrn Fröhlich. Und so können wir ihm die Sachen auch wieder zurückgeben. Ihnen geht es soweit ganz gut? Ja, passt schon. Ja, aber das war der Kollege, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, und er wollte? Ich habe die streiten sehen. Ja. Wollten dazwischen gehen? Ja, und dann hat er mir natürlich auch direkt eine gegeben. Und dann, ich habe so einen angeborenen Herzfehler. Wenn ich zu viel Stress habe, dann stehe ich so kurz vorm Herzinfarkt. Ja, aber warum schreiten Sie dann ein? Wenn Sie sowas wissen, hätte doch gereicht, wenn Sie uns anrufen. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Aber Sie haben sich ja selber jetzt gefährdet. Ich meine, Hut ab und Respekt. Aber wenn Sie sich selber gefährden und da eingreifen und gucken sich den Typen mal an, das ist schon hardcore, ne? Ja, der Typ ist der Typ aus meinem Salon. Ja, das ist der Ex-Freund von ihr. Das ist dein Ex-Freund. Und den kennen Sie gar nicht. Nee, vom Erzählen nur gesehen habe ich den nie. Also, es war auch nicht lange. Also, wir waren vielleicht 2-3 Wochen zusammen. Er hat sich eher mehr durch unser Leben schmarotzt. Und ich wollte ihn nicht meiner Schwester vorstellen. Ja, wir werden gegen Herrn Lerch ein paar Anzeigen schreiben. Das ist einmal der Raub, den er begangen hat, Körperverletzungsdelikt. Dann die Inbetriebnahme des Fahrzeugs, die unerlaubte Inbetriebnahme des Fahrzeugs. Dann hat er hier noch vielleicht eine Freiheitsberaubung gegangen, weil er ja die junge Dame nicht hat da rausgelassen, wo sie wollte. Ja, er hat das Fahrzeug nicht an den Straßenrand gelenkt. Also da kommt schon einiges auf ihn zu. Dann noch der Diebstahl von dem Herrn Fröhlich. Für den müssen wir natürlich auch dementsprechend die Diebstahlanzeige schreiben. Gott sei Dank haben wir alle Sachen von ihm gefunden, was wir ihm jetzt wieder zuführen können.